Herzlich willkommen zum KIM-Tutorial. In diesem Video erfährst du, wie du das Heilen-Werkzeug richtig verwendest und wie du damit Störfaktoren im Bild ausbessern kannst. Ich habe hier ein Bild von einer Kirche und das Bild ist prinzipiell gut gelungen, aber es stört mich hier eine Kleinigkeit, und zwar diese Stromlinien, die hier auf der Straße gespannt sind und die da quer durchs ganze Bild gehen. Jetzt wäre es natürlich toll, wenn es eine Möglichkeit gäbe, diese Stromlinien herauszubekommen, wegzuretuschieren, ohne dass man merkt, dass hier eine Bildbearbeitung vorgenommen wurde. Und das wollen wir jetzt in GIMP probieren. Ich zoome mal in einen Teil des Bildes hinein, nämlich zu diesem Turm hin. Ja, und hier sieht man nochmal genau, wie die Stromkabel stören. Ich wähle das Heilen-Werkzeug hier links im Werkzeugkasten aus und versuche nun mit diesem Tool die Stromkabel zu überdecken. Das Heilen-Werkzeug funktioniert im Prinzip ähnlich wie das Klonen-Werkzeug. Ich brauche also auch hier einen Referenzpunkt. Und diesen füge ich dann woanders ein. Der Unterschied zum Klonenwerkzeug ist jener: beim Heilenwerkzeug wird die Helligkeit des eingefügten Bildes angepasst an die Umgebung. Das heißt, wenn ich einen hellen Bildteil habe, dann wird auch das eingefügte Bild hell gemacht. Und dadurch wirkt das Heilenwerkzeug ein wenig realistischer als das reine Klonenwerkzeug. Ich zeige euch das hier an diesem Turm. Als erstes stelle ich die Größe des Pinsels ein, die passt bei mir ungefähr. Ich könnte sie vielleicht noch ein bisschen größer machen. Ich gehe hier bei Größe auf 70. Ja, das passt mir ganz gut. Und jetzt brauche ich wieder einen sogenannten Referenzpunkt. Der Referenzpunkt sollte eine sehr markante Stelle im Bild sein, also zum Beispiel bei einer Spitze oder bei einer Kante sein. In diesem Fall suche ich mir diese dunkle Kante hier und genau am Rand gehe ich mit der Maus hin, drücke die Steuerungstaste auf der Tastatur, klicke einmal ins Bild, lasse die Steuerungstaste wieder los und jetzt sehe ich diesen Kreis hier, der hier fix gesetzt ist. Das ist mein Referenzpunkt. Das heißt, alles, was sich jetzt innerhalb dieses Kreises befindet, wird jetzt, sobald ich wieder klicke, im Bild eingefügt. Also wenn ich beispielsweise hier drüben klicke, dann seht ihr schon, wird der Teil des Turmes eingefügt. Und wie bereits vorhin besprochen, die Teile werden hier aufgehellt. Da hier der Hintergrund relativ hell ist, der Bildteil hell ist, wird auch das eingefügte Bild hell erscheinen. Ihr seht zum Beispiel hier, dieser Teil ist viel heller als der Originalteil hier drüben. Dasselbe gilt für das Fenster, da fällt es jetzt nicht ganz so extrem auf, aber ein wenig doch. So, ich mache im Journal hier rechts das Ganze rückgängig, denn ich will ja nicht hier die Kante einfügen, sondern ich will die Stromleitung überdecken. Deshalb füge ich die Kante, den Referenzpunkt, an dieser Stelle ein. Ich male hier also großflächig darüber und ihr seht, wie durch Zauberhand verschwindet hier plötzlich die Stromleitung. Also es wird hier nur dieser obere Teil herunterkopiert und für das Auge ist das kaum auffallend, dass hier jemals irgendwas verändert wurde. Hier am Rand beim Fenster wähle ich mal einen bisschen kleineren Pinsel aus. Ich gehe hier auf 30, 31, schauen wir mal. Ja, das ist besser. Auch hier wieder brauche ich einen Referenzpunkt. Dieses Mal nehme ich einen unterhalb der Stromlinie, des Stromkabels. Gehe wieder genau auf die Kante, drücke Steuerung, setze den Referenzpunkt und jetzt füge ich ihn etwas oberhalb wieder ein. Das kann ich gleich für den schwarzen Teil des Fensters ebenso machen. Ebenso hier für den Rahmen. Und das Ganze sieht wirklich fabelhaft aus.
So, von Stelle zu Stelle rendiert es sich dann, den Referenzpunkt wieder neu zu setzen. Hier mache ich mal einen neuen. So. Hier an der Kante wäre es sinnvoll, einen neuen zu setzen. Ja, und das Ganze gefällt mir schon recht gut. Ich habe hier in diesem Bildbereich jetzt die Stromleitung bereits wegbekommen. Auch im rechten Bereich könnte ich das noch machen. So, ich mache das hier nicht, da das Video sonst zu lange wird. Ihr könnt es euch aber vorstellen, wie das dann für das restliche Bild aussieht. Ich zoome mal aus, damit man das Bild von weiter weg sieht und wirklich erkennt, das sieht aus, als wäre hier nicht irgendwann irgendeine Leitung vorbeigegangen. Ich kann auch hier am Rand natürlich, wo der weiße Hintergrund ist, das Heilenwerkzeug noch verwenden und an allen anderen Stellen, und dann erhalte ich ein wirklich sauberes Bild von dieser Kirche. In diesem Video hast du gelernt, wie du das Heilenwerkzeug richtig verwendest. Du hast gelernt, wie du es dazu verwendest, um störende Faktoren im Bild wegzuretuschieren.